Die Tour mit dem Ziel kleiner Mythen stammt vom 18. August 2019 und ist somit etwas mehr als ein halbes Jahr alt. Wie gewohnt hatte ich mich im Internet darüber ausführlich informiert, was mich bei der Tour erwartet. Dabei betrachte ich immer dieselben Dinge, wie das Wetter, die Gefahren, der Weg, die Anforderungen, was den Schwierigkeitsangaben der jeweiligen Disziplinen entspricht. Die Wegbeschreibung. Die Tour beginnt beim Wegkreuz zwischen Mythen, ein Aussichtspunkt auf einer Höhe von 1438 Meter. Genau dort, wo sich der Wanderer genau zwischen dem großen Mythen und dem kleinen Mythen befindet. Hier sieht man erstmals zum Vierwaldstättersee und zum Lauerzer See hinunter, wenn man von der gleichnamigen Alp Zwischenmythe herkommt. Vom Wegkreuz Zwischenmythen führt der Weg nordwärts hinauf bis zum Vorgipfel auf einer Höhe von 1763 Meter. Die Schwierigkeit bis zum Vorgipfel ist mit T3 von jedem trittsicheren Bergwanderer zu bewältigen. Der Weg führt anfangs durch einen Waldabschnitt. Der Wegverlauf ist zwar nicht immer eindeutig auszumachen, da es viele unterschiedliche Pfade gibt, die aber alle zum Ziel führen. Danach passiert man Grashalden und der Weg wird gerölliger. Soweit so gut, dachte ich mir beim Lesen. Danach folgen einige Kraxelstellen und es wird sehr ausgesetzt. Daher braucht man die Hände zum Fortkommen. Die Schwierigkeit solcher Passagen entspricht etwa T4+. Im Vergleich zur Kletterskala UIAA entspricht das einem Schwierigkeitsgrad von 1. Sowas habe ich durchaus schon gemacht. Bin trittsicher und schwindelfrei. Also null Problemo, lautete mein Urteil. Etwa 150 Meter nach dem Vorgipfel folgt die Schlüsselstelle, welche eine Felsrinne ist. Dort muss man in der Ost-Südost-Flanke ca. 15 Meter hinunterklettern. Es besteht dort die Möglichkeit, sich abzuseilen. Dazu wurde eine Felshakenverankerung im festen Stein darüber angebracht. Dieser Abschnitt weist mit T5 die höchste Schwierigkeit auf. Gemäß Kletterskala ist die Schlüsselstelle mit einer Schwierigkeit vom zweiten Grad angegeben. An solche Schwierigkeiten bin ich noch nicht gewöhnt, aber sollte schon gehen, dachte ich zuversichtlich. In meinem letzten YouTube-Video Großer Mythen – Kulturreise auf den Gipfel mit 360 Grad Weitblick ging ich auf die Unfallgefahr im Detail ein. Ich nannte Unfall- und Todesstatistiken vom 2019 und möchte an dieser Stelle darauf verweisen. Nach der Schlüsselstelle quert man unterhalb der Felsen vom Gipfel östlich und geht dann auf einem schmalen, exponierten Pfad um den Gipfel herum. Dann erreicht man nordostseitig einen Kamin im felsigen Gelände im oberen Teil des Gipfels. Innerhalb diesem Kamin nach oben bis zum Gipfelkreuz auf 1810 Meter hochklettern. Dieser letzte Abschnitt hat eine Schwierigkeit von T5-. Nach der Kletterskala UIAA entspricht das einer Schwierigkeit vom ersten Grad. Machbar, aber schwerer als gewohnt. Diese Geschichte hier befindet sich zwischen Wandern und Bergsteigen. Habe ich die Schlüsselstelle erstmal gemeistert, dann sollte der Gipfel erreichbar sein. So meine Einschätzung der Lage. Hallo.
Früher einmal war der Weg von Zwischenmythen hinauf zum Vorgipfel des kleinen Mythen ein markierter Wanderweg, der wegen den vielen Unfällen am kleinen Mythen aber geschlossen wurde. Darüber hinaus gab es laut Berichten im Internet auch ein Stahlseil bei der Schlüsselstelle nach dem Vorgipfel, bei der es eine 15 Meter Felsrinne hinuntergeht. Dieses Stahlseil wurde ebenfalls bereits schon vor Jahren entfernt. Diese Umstände erwecken den Eindruck, dass die Mythenfreunde keine Wanderer auf dem kleinen Mythen sehen wollen, sondern nur Kletterer mit der nötigen Erfahrung sind erwünscht. Die Umfallgefahr. Der Mythen besteht aus brüchigem Kalkstein, der oft lose und instabil ist. Viele Stellen am Boden sind speckig, feucht oder rutschig. Neben der Gefahr, auszurutschen und abzustürzen, ist Steinschlag ein weiteres Risiko. Der kleine Mythen, der Hagenspitz und das Adlerspitzli gelten unter Experten als äußerst anspruchsvoll. Fehltritte und Ausrutscher enden hier sehr wahrscheinlich fatal. Hans Reichmuth, Präsident des Vereins der Mythenfreunde, meinte in einem Zeitungsartikel der Luzerner Zeitung vom 4.6.2019 bezüglich den Gefahren des Mythenmassivs: Es hat keine Wege, nur Routen. Der Mythenstein zeichnet sich dadurch aus, dass es immer wieder Gras und immer wieder Fels hat. Und weit herum ist das Kalkgestein auch recht brüchig. Die Route von Süden nach Norden gilt als die einfachste aller Varianten hinauf zum kleinen der Zwillingspyramiden. Trotzdem möchte ich hier hervorheben, dass Schwierigkeit relativ ist und nicht nur vom Gelände, sondern auch vom Alpinist, seiner Verfassung und Ausrüstung abhängt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich damals vor einer großen Herausforderung stand. Nein, es waren nicht die äußeren Umstände, wie ein Gewitter, ein Föhnsturm, ein Erdrutsch, daran schuld. Es lag viel eher an mir selbst, worauf ich später noch zurückkommen werde. Später werden wir sehen, ob mein Optimismus angebracht ist oder ob ich meine bergsteigerischen Fähigkeiten etwas überschätzt habe. Eines hätte ich aber noch vor der Tour besser beachten sollen. Meine Ausrüstung war freundlich ausgedrückt etwas fragwürdig. Erstens trug ich, wie immer, viel zu viel Gepäck auf mir. Und zweitens hatte ich nur Wanderschuhe an den Füßen. Für diese Herausforderung sollte ich aber richtige Bergschuhe tragen. Diese sind viel steifer, damit noch mehr Stabilität zur Verfügung steht.
Je weniger sich die Fußsohle des Schuhs verbiegt, desto besser der Halt im exponierten Gelände. Es gibt da noch einen dritten Punkt, für den ich mich nachträglich etwas mehr schäme, den ich aber hier nicht verheimlichen will. Ich hatte meinen vorherigen Rucksack während zahlreichen Touren durch kiloweise Gepäck wie Videozubehör, Kamera, Stativ, Esswaren, 3 Liter Wasser, Tee, Kleidung etc. ziemlich übel zerrupft. Ausgelegt war er für 26 Liter. Reingestopft habe ich meistens viel mehr als das Packmaß. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis der Stoff unter dem ganzen Druck nachgibt. Da ich mir aber aus Faulheit keinen Ersatz beschafft habe und bei jeder nachfolgenden Tour gesagt habe, fürs nächste Mal kaufe ich mir dann einen neuen, war es völlig logisch, dass er irgendwann völlig unbrauchbar werden würde. Dies war nun der Fall, ausgerechnet bei der Tour hinauf zum kleinen Mythen. Es graute mir davor, nun definitiv wichtige Gegenstände zu verlieren. Dieser Umstand verführte mich dazu, einfach meinen Schulrucksack mit dem Notebookfach vom Studium vergangener Tage zweckzuentfremden. Durch die fehlende Fixierung am Körper, die man durch den Hüftgurt und den Brustgurt erzielt, wurde mein Schwerpunkt somit viel zu weit nach hinten gelegt. Milde formuliert, ein unnötiges Risiko. Etwas bösere Zungen könnten dazu auch sagen: erhebliche Fahrlässigkeit. Alles in allem nicht die beste Ausgangslage. Jedoch war ich mir damals sicher, dass ich das hinbekomme. Denn ich bin ja sehr sportlich, habe ein exzellentes Gleichgewicht und eine Intuition, der ich blind vertrauen kann. Seit 15 Jahren mache ich täglich eine Stunde Yoga, meditiere mehrfach die Woche und überquere den lokalen See gekonnt im Kraulstil. Zudem unternehme ich Bergwandertouren von 20 bis 30 Kilometer, bei denen ich meistens so gegen 1000 Höhenmeter bewältige, manchmal sogar 1500 Höhenmeter, teilweise nur 500. Dabei verzichte ich zumeist auf die Nutzung von Bergbahnen. Auch auf Klettersteigen war ich schon öfters unterwegs, teils mit, teils ohne Klettersteigset. Vom Niveau her sind das entweder weiß-rot-weiße oder weiß-blau-weiße Bergwanderwege, die einen Schwierigkeitsgrad um T4 aufweisen. Bei den Klettersteigen liegt die Schwierigkeit bei B bis C. Was das Klettern anbelangt, habe ich schon Touren mit gutem Kletterstein im UIAA Schwierigkeitsgrad 1 und 2 gemacht, wobei ich mich niemals gesichert habe. Vor sehr langer Zeit besuchte ich mal während meiner Lehrzeit eine Kletterhalle, wobei ich gesicherte Boulder-Touren bis zum 5. Grad geklettert bin. Diese Erfahrung machte ich aber nicht alleine, sondern während einem Gruppenkletterkurs. Diese Erlebnisse liegen aber sehr weit in der Zeit zurück, sodass ich mit Sicherheit nicht behaupten würde, dass ich das am echten Fels auch erreichen könnte. Darüber hinaus ist eine Kletterhalle meiner Meinung nach überhaupt nicht mit der Felskletterei gleichzusetzen. Alles in allem würde ich mich daher als ein fortgeschrittener Anfänger bezeichnen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Für den Zuhörer, der sich mit Schwierigkeitsangaben nicht gut genug auskennt, hier eine kurze Einführung. Für alle Bergsportarten, die es gibt, existieren Schwierigkeitsangaben, die als Hilfsmittel zur Tourenvorbereitung dienen. Wenn du jetzt schon einige Touren einer Disziplin, wie beispielsweise das Bergwandern, erfolgreich bewältigen konntest, ermöglicht dir das im Internet nachzuforschen, welche Grade du bereits problemlos beherrschst und ab welchen Grad Schwierigkeiten auftreten können. Niemand sollte direkt bei den mittleren oder gar höchsten Schwierigkeitsstufen beginnen, sondern sich Schritt für Schritt von einer Stufe zur nächsten voranarbeiten. Dadurch wird nicht nur das Risiko eines Unfalls verringert, sondern auch deine Erfolgsquote, eine Tour genauso wie vorausgeplant bewältigen zu können, erheblich gesteigert. Währenddem du voranschreitest von einer Stufe zur nächsten, investierst du zudem Zeit in dein Wissen und deine Ausbildung. Du bereitest deine nächsten Touren mit Hilfe des Internets vor, belegst Kurse, liest Fachliteratur und holst dir nötigenfalls einen Bergführer, der dich in deinem Vorhaben unterstützt. Nur so bist du in den Bergen sicher unterwegs. Denn fehlende Erfahrung und Selbstüberschätzung gehen Hand in Hand. T1 sind normale Wanderwege ohne die geringste Absturzgefahr. Solche Wege können mit Turnschuhen begangen werden. Exponierte Stellen sind kaum vorhanden. Falls doch mal so eine Stelle auftritt, ist sie mehr als nur gut gesichert. T2 sind Bergwanderwege mit geringer Absturzgefahr. Der Wegverlauf ist immer ersichtlich. Das Gelände ist nur selten steil. Der Wanderer braucht keine Hände zur Fortbewegung. Hier werden erstmal Wanderschuhe empfohlen. T3 sind Bergwanderwege mit kurzen, ausgesetzten Stellen, die teilweise mit Seilen und Ketten gesichert werden. Der Wegverlauf ist nicht immer eindeutig sichtbar. Auf solchen Wegen ist gute Trittsicherheit, Schwindelfreiheit neben gutem Orientierungsvermögen ein Muss. Hier werden Wanderschuhe verlangt. Die Markierung ist weiß-rot-weiß. T4 sind Alpinwanderwege, die einige Schlüsselstellen bieten, an denen der Wanderer die Hände zum Fortbewegen benötigt. Ein sichtbarer Wegverlauf ist nicht immer vorhanden. Es können auch längere Kletterabschnitte, sogenannte Klettersteige, auftreten, die ein geübter Wanderer ohne Sicherung überwinden kann. Das Gelände ist schon recht exponiert, heikel und anspruchsvoll. Es kommen Schropfen, heikle Grashalden und Firnfelder vor. Darüber hinaus können Gletscherpassagen auftreten. Wetterstürze werden hier für Wanderer wegen fehlender Rückzugsmöglichkeit zur Gefahr. Neben alpiner Erfahrung, Vertrautheit im exponierten Gelände sind erneut Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und ein gutes Orientierungsvermögen erforderlich. Markierung weiß-blau-weiß, früher auch mal weiß-rot-weiß. Drei Ebenen mit Bergkämmen unterschiedlicher Distanzen. Erste Ebene, Vogelnstock mit rundem bewaldetem Gipfel. Zweite Ebene, links hinter dem Vogelnstock steht der Flubrig, mit einer großen Felswand, die schräg von unten links nach oben rechts geht. Die drei Gipfel zur rechten, gleich vor dem Schneegipfel vom Glernisch Glarus, der dritten Ebene, sind Tweriberg, Drusberg und Forstberg. Dann kommt das Tal. Daneben steht der Wasserberg Först. Zuvorderst ist der große Mythen. Gleich zu meinen Füßen liegt Schwyz. Dahinter folgt der Fronalpstock. Dann sieht man den Vierwaldstätter See. Vor dem Vierwaldstätter See liegt Brunnen. Nun taucht das Rigi-Bergmassiv auf. Mit Rigi-Hohenfluh, Rigi-Scheideck und Rigi-Kulm. Dann kommt der Lauerzer See. Ganz zuhinterst sieht man noch den Pilatus.
Nur noch wenige Höhenmeter, dann folgt der Vorgipfel des kleinen Mythen. Für manch einen Wanderer ist hier Schluss. Für Kletterer beginnt die Tour und Kraxelei jedoch erst so richtig. Um wieder zur Thematik der Schwierigkeitsgrade beim Bergwandern zurückzufinden, wir befinden hier uns hier auf T4 Plus. Das bedeutet, dass der Weg etwas schwerer ist als T4, aber noch keine T5 Minus erreicht. T5 gilt als anspruchsvolles Alpinwandern. Das heißt, es ist oft weglos, mit einzelnen einfachen Kletterstellen. Das Gelände ist exponiert und sehr anspruchsvoll. Firnfelder, teils steile Schroffen mit Ausrutschgefahr sowie Apere Gletscher treten auf. Neben Erfahrung im hochalpinen Gelände und sichere Geländebeurteilung müssen auch noch Kenntnisse im Umgang mit Seil- und Eispickel vorhanden sein. Dazu kommen noch die gewöhnlichen Erfordernisse: Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und sehr gutes Orientierungsvermögen. Hier reichen Wanderschuhe definitiv nicht mehr aus und Bergschuhe sind notwendig. Falls markiert, weiß, blau, weiß. T6 bezeichnet schwierigstes Alpinwandern und ist meist weglos. Kletterstellen bis zum zweiten Grad treten auf. Es ist sehr häufig exponiert und heikel. Es handelt sich um schroffen Gelände sowie Apere Gletscher mit erhöhter Ausrutschgefahr. Ausgezeichnetes Orientierungsvermögen, gefestigte Erfahrung im alpinen Raum, große Vertrautheit mit alpintechnischen Hilfsmitteln kommen zu sämtlichen vorherigen Anforderungen hinzu. Sachen wie sichere Geländebeurteilung, Umgang mit Seil, Steigeisen und Eispickel, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit. Routen sind kaum noch markiert. Passagen müssen daher selber gefunden werden. Um auf den Gipfel zu gelangen, muss ich zuerst mal die Schlüsselstelle hier überwinden. Ich muss 15 Meter hinuntersteigen. Ich frage mich ehrlich, ob das nicht ein zu großes Risiko ist, da mein Rucksack nicht am Körper fixiert ist. Eigentlich müsste ich ihn hier zurücklassen. Ja, ich muss dich loswerden.
Hier erkennt man die Felshakenverankerung im festen Stein, welche sich über der Felsrinne befindet. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich es wagen soll, die 15 Meter in der Ost-Südost-Flanke hinunter zu klettern. Es steht außer Frage, dass ich das nicht mit einer Videokamera in den Händen machen kann. Für sowas gibt's schließlich eine GoPro. Schon der Gedanke, das Herunterklettern mit diesem Rucksack zu versuchen, empfinde ich als bedrohlich und beängstigend zugleich. Ich kann das definitiv nachempfinden, dass diese Schlüsselstelle mit T5 den höchsten Schwierigkeitsgrad der Tour aufweist. Gemäß Kletterskala UIAA wird hier Klettern im zweiten Grad verlangt. Was ich hingegen nicht genau weiß, ist, wie stabil der Stein innerhalb dieser Rinne ist. Alles in allem fühle ich, dass mich die Sache hier überfordert. Und so entscheide ich mich, es erst wieder zu versuchen, sobald ich mich der Herausforderung gewachsen fühle. Es ist befreiend, es nicht versuchen zu müssen. Betrachten wir hier noch einmal den Ausblick Richtung Schweiz und Brunnen. Dann sehen wir den Rigi zwischen dem Vierwaldstättersee und dem Lauerzer See. Zuerst nochmals das Bergpanorama in Großaufnahme. Starten wir mit dem großen Mythen. Dann folgt der Wasserberg First. Dann folgt die Bergkette des Hochibrix mit dem kleinen Sternen, großen Sternen. Dann folgt der Forstberg, gefolgt vom Drusberg und dann noch der Zweriberg. Dann im Hintergrund der Glernisch von den Glarner Alpen. Im Vordergrund ist der Furgellenstock. Dann folgt der Flubrig. Hinter dem Flubrig sind weitere Berge der Glarner Alpen. Und dann sehen wir noch den Sentis und den Altmann vom Alpstein. Ich möchte mich nun noch ganz herzlich fürs Interesse bedanken und verabschiede mich von dir.